Ja. Okay. Ich fange jetzt einfach mal an, ne? Oh, warum renne ich von meiner Anmoderationsstelle weg? Alter, was soll das? Gut. Moin Leute, Soundwolf ist hier. Da rennt diese Andrea durchs Bild. Alter, ich werde bescheuert. Nochmal, das war echt scheiße. Moin Leute, Soundwolf ist hier. Wie ihr schon sehen könnt, hier sind Luftballons, weil Star Sail 10 geworden ist. Aber das juckt euch jetzt gar nicht, denn heute gibt es eure SSO-Geheimnisse. Ich habe einige meiner Freunde halt gefragt, was ihr größtes SO-Geheimnis ist. Und da kamen ein paar zusammen. Es sind nicht ganz, ganz viele geworden. Ich werde einfach nebenbei leveln und werde am Ende auch noch mein größtes SO-Geheimnis hier im Video sagen. Also wir fangen direkt mal an mit einfach mal was ganz Einfachen, nämlich ich kenne Wolf. Ja, darauf war ich jetzt echt nicht gekommen. Es ist, ich mache heimlich Bilder von fremden Leuten. Was war das jetzt? Hallo? Gott, das kommt wieder. Das nächste Geheimnis ist, ich mache immer heimlich Bilder von fremden Leuten. Das kann echt schwierig zu leveln und dabei die Geheimnisse vorzulesen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es auf jeden Fall mal gemacht. So, ich hatte mal so eine Zeit, so mit Level 11, 12, wo ich die ganze Zeit so Bilder von random Leuten gemacht habe, die einfach ein nice Outfit hatten, weil ich auch so nice sein wollte. Ja, aber ich war es am Ende dann nie. Das nächste Geheimnis ist, mein Schrank hat über 20 Picknickkörbe. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich war zum Beispiel als Anfänger immer sehr verwirrt, als man so auf das Picknick-Ding geklickt hat. Und da stand, du musst den Picknickkorb erstmal suchen. Ich war so, what the fuck? Was willst du jetzt von mir? Und 20 Picknickkörbe sind in meinen Augen eindeutig zu viel, wenn man jetzt so von mir spricht, wie oft ich picknicken gehe. Geheimnis ist, ich habe mal den Heubug gemacht. Ich glaube, es gab mal diesen Bug, wo man halt einfach so den Shop so mitnehmen konnte, sag ich mal, so absteigen konnte in den Futtershop und dann sein Pferd fliegen konnte, ohne halt etwas dafür zu bezahlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mal versucht, just for fun einfach diesen Bug zu machen. Aber ich glaube, ich kenne nur den, wo man das zu zweit machen musste. Und ich glaube, ja, und da ich einen Freund hatte, konnte ich den Bug da nicht machen. Aber ich habe einfach just for fun irgendwie die ganze Zeit irgendwas ausprobiert, um Heubug zu machen. Irgendwas random halt. Ja, aber diesen Bug kann man doch immer noch machen, Wolf. Oh, wow. Aber erstmal Applaus, dass du es auch geschafft hast. Das ist immer eine Dolphin-Feier. Das ist halt Mensch so. Junge! Ruhe im letzten Saal. Wir wollen hier ein Video aufnehmen, Keks. Danke. So, das letzte Geheimnis ist... Ich finde es schwierig zu lenken und dabei zu lesen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Geld für SU ausgegeben. Und ja, dazu kann ich sagen, wenn es dein eigenes Geld war, dann, you know what I mean, kannst du mit deinem eigenen Geld machen, was du willst. Ist halt jetzt die Frage, wie viel und halt,
Ob du jetzt meinst, ja, 100 Euro sind viel. Aber das ist halt für irgendwo Verhältnisse wenig, so finde ich. Wie man dafür ausgibt, so. Aber ich glaube, ich habe so um die 150 Starcoins ausgegeben für SO. Und ich bin ehrlich, ich bereue es nicht. Weil es so ein nice Spiel. Oh mein Gott, was mache ich wieder für eine Scheiße im Rennen? Och, Junges. Jetzt legt sich noch auf Starschnau hin. Hallo, Junge. Das Ding's auf Zeit. Nein, 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 nein. Okay. Was machst du, Wolf? Ja, ich bin mitten im Rennen. Du okay? Nee. Ja, aber ich denke mal, jeder mindestens zweite dasselbe Spieler hat schon mal Starcoins gekauft. Ja, safe. Also, oder wie viel Geld hast du denn schon mal für Star Sable ausgegeben? 0 Euro und 0 Cent. Really? Hey, du hast doch dir Star Rider gekauft. Achso, ja, also für Star Rider. Und ja, sonst hast 60, du denn... Nee, 45 Euro habe ich für Star Sable ausgegeben. Du hast doch nie Star Coins gekauft. Nein. What, bist du für ein Mensch? Trotzdem, und ich habe trotzdem 2620 Schillinge. What the fuck? Also ich habe mal, als ich noch nicht so lang Star Rider war, da, ich weiß gar nicht, welches Level ich war, da habe ich mir so ein richtig hässliches Outfit erstellt. Also ich fand es als schön, ja, aber es war richtig hässlich. Also ich habe gedacht, es ist schön, aber es war richtig hässlich. Dann habe ich im Klobi gefragt, ja, ist mein Outfit nicht wunderschön? Wow. Ja. Macht das nicht. Ja, ich dachte mir nämlich, mein Outfit ist so richtig schön, aber es. Also, ich habe ein Bild davon noch auf meinem Computer, aber das ist richtig hässlich.